Oderwelle. Aktuell. Gewitter und Starkregen mit 60 Liter pro Quadratmeter sorgten am Mittwochmittag für Ausnahmezustand in unserer Oderstadt. Es kam zu Überschwemmungen sowie Verkehrsunfällen im ganzen Stadtgebiet. Zeitweilig war auch der Straßenbahnverkehr wegen den Wassermassen und den nicht passierbaren Straßen unterbrochen. Die Einsatzkräfte der Frankfurter Feuerwehr fuhren in der Zeit des Platzregens zu insgesamt 18 Einsätzen. Wir haben mit Christian Schulz, technischem Leiter der Feuerwehr, gesprochen und ihn gefragt, welche Einsätze die Retter am meisten beschäftigt haben. Grundsätzlich hatten wir in einem Zeitfenster von 3 Stunden relativ viele technische Hilfeleistungseinsätze zu verzeichnen. Diese beruhten maßgeblich auf Überflutungen in den entsprechenden Teilbereichen, wo halt straßenseitig Senken zu verzeichnen sind, aber auch Kelleranlagen bis hin zu Wohngebäuden, wo halt das Wasser aus den Decken über Elektroanlagen schon in die Wohneinheiten vorgedrungen ist. Mehrere Unfälle im Stadtbereich beschäftigten die Feuerwehr zusätzlich. War dort die Hauptursache auch der Starkregen? Also zu den Verkehrsunfällen vom Schadensbild her ist es so, dass ja auch Zusammenspiel mit den erhöhten Wassermassen natürlich, die in den Bereichen der Senken, wie vorhin schon erwähnt, auch dazu führten, dass Fahrzeuge ja teilweise dann reingefahren sind. Erhöhter Wasserstand führte dazu, dass die Fahrzeuge technisch dann so weit beeinflusst waren, dass sie nicht mehr weiterfahren konnten und hier dann auch zum Teil ja Totalschäden der Elektronik zu verzeichnen waren und da der ADAC tatkräftig mit unterstützen musste. Auch die nächsten Tage soll es zu weiteren Starkregenereignissen kommen in unserer Region. Wie ist die Feuerwehr darauf vorbereitet? Also wir sind auf jeden Fall in dieser Situation gewappnet und werden, wenn die Situation es bedarf, mit unseren gesamten freiwilligen Feuerwehren, aber auch der Berufsfeuerwehr die Situation stemmen. Dankeschön für das Gespräch, Christian Schulz von der Berufsfeuerwehr Frankfurt-Oder. Das schlechte Wetter bleibt also erstmal noch in unserer Oderstadt und sorgt für Abkühlung. Zum Wochenende soll es dann aber wieder sommerlich warm werden.